Auf der 60 Kilometer langen Themenradroute Römer, Residenzen, Reformatoren lassen sich die historischen Städte Grünberg, Laubach, Hummeln und Lich erfahren. Alle vier Städte haben eine mittelalterliche Geschichte, die man auch heute noch sehen und fühlen kann. Der römische Limes ist hier ebenso zu finden wie Schlösser und historische Innenstädte. Aber auch die Natur kommt im Brunnental nicht zu kurz, wo sich der Eschersbach sein Bett gegraben hat und das Wasser durch unterirdische Basaltspalten quillt. Auch Martin Luther kreuzte 1521 die Region. Entlang der Schwalm verläuft auf 100 Kilometern der Schwalmradweg. Auf überwiegend asphaltierten Wegen führt er durch die idyllische Flusslandschaft mit Wiesen und Feldern, begleitet von Vogelgezwitscher und ganz viel Stille. Nur selten sind kurze Anstiege zu bewältigen. Besonders der Abschnitt von der Quelle der Schwalm im Vogelsberg über Alsfeld bis Schwalmstadt besticht durch besonderen landschaftlichen Reiz. Der Schwalmradweg verläuft hier durch das sanfte Wiesental der Schwalm und durchquert idyllisch verträumte Fachwerkdörfer und Städte. Wie einst die Oberwaldbahn bis vor rund 30 Jahren schlängelt sich der Vulkanradweg durch die sanfte Mittelgebirgslandschaft des Vogelsbergs. In der größten geschlossenen Vulkanregion Mitteleuropas bieten sich herrliche Ausblicke, abwechslungsreiche Felder, grüne Wälder und bunt blühende Wiesen, sowie Einblicke in dörfliche Idyllen und ländliches Kulturgut. Fachwerkorte wie die Burgenstadt Schlitz und Museen wie das Ruhhausmuseum in Lauterbach bieten viele spannende Erlebnisse. Wem die Puste ausgeht, der steigt einfach in den Vogelsberger Vulkanexpress, der die Route begleitet. Die Besonderheit hier? Der Radanhänger des Busses ermöglicht von jeder Station aus die Mitnahme von Fahrrädern.